und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Commander Keen Teil 9. Und hier ist eine Plattform, auf die wir eigentlich drauf sollten, denke ich mir. Und das tue ich jetzt hier einfach damit mal. Einfach weil ich es kann. Und auch hier kurz Stopp machen kann, um euch hier ordentlich zu begrüßen. Das letzte Mal, muss ich wirklich sagen, hat mich dieses Level und allgemein dieses Spiel sehr, sehr geistig gefördert. Und deswegen kann es auch sein, dass es dieses Mal genauso sein wird, weil dieses Spiel es einfach in sich hat. Ich muss mich hier nonstop konzentrieren, ohne irgendeine Pause, weil nonstop hier irgendwas passiert. Also, Selig hat hier im 9. Teil hier ziemlich, sag ich mir mal, gute Arbeit geleistet, denn ich komme kaum zur Ruhe. Wer ja, Commander Keen irgendwie ausprobieren möchte und nach einer Herausforderung sucht, der wird hier... Ja, 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 das musste ja mal passieren, ne? Erst einmal hole ich mir das Zeug, genauso wie im letzten Part. Und hier kommt ja schon unsere tolle Plattform. Ach so, ich habe vergessen, dass man da... das Zeug einsammeln kann. So, die Schuss hole ich mir. Die Punkte sind nicht in diesem Spiel nicht so wichtig, aber ich mach's mal trotzdem. Einfach weil es viele sind. Die 2000er oder 1000er Punkte, die hole ich mir. Schlürfe jetzt mal den Kaffee. Und jetzt kann es mit Commander Keen weitergehen. Okay. Das hätten wir geschafft und ich speichere hier ab. Ganz im Ernst, in diesem Teil macht es mir überhaupt nichts aus, so viel abzuspeichern. Denn das Spiel ist einfach... Es ist gemein. Es ist absolut gemein. Das war absolutes Glück. Bah, das nicht mehr. Aber das vorhin, das war absolutes Glück. Es gibt hier viel mehr von diesen fiesen Stellen hier. Oh! Nein, ich save hier. Auch wenn hier der Crawdashian vor mir steht, ist mir das so ziemlich absolut egal. Oh, ich dachte, das wäre eine Maschine. Aber nee. Du bleibst mal hier, wo du bist. Ein blauer Key, wollt ihr mich verarschen? Wow, wow. Die sind hier auch also... Schon hier sogar. Erschießen kann man den nicht, ne? Okay. Ich soll hier rüber, ja? Oh, wie habe ich das gemacht? Alter! Alter Falter Schmaralter! Nein! Wow, 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 wow! Okay, hier wird abgespeichert, aber ich muss euch eines sagen. Ich bin hier sehr, sehr stolz, denn diese Stelle habe ich beim First Try geschafft. First Try! Bei so einem Mod, das ist, das grenzt ja schon quasi an Unmöglichkeit. Warum kann ich hier nicht hoch? Was ist das für ein Mist? Hier gibt's noch was. Ja, aber was ist damit? Oh, doch, mit einem Impossible geht das hier. Oh ja, ich komme hier mit meiner Soundwelle und platze deinen Kopf auf. Okay, hier wurde irgendwas geöffnet für uns. Irgendein botanischer Garten. Wir gucken einfach mal Crawdashian, was? Ich habe absolut keine Ahnung. Was? Nicht laden. Spinnst du?
Krodetchen irgendwas. Schon wieder so ein Maschinchen. Ein kroatianisches Maschinchen. Oh, das ist nicht gesund. Ich habe am Anfang auch diese Höhle. Oh, nein, geh weg! Gesehen? Sei ruhig! Du Lakai! Ohne persönliche Meinung! Was? Das schießt quer? Alter, gut, dann schaue ich mich dieses Mal hier um. Ach, da kann ich nicht mal rein. Kann ich hier mal runter? Ich gehe mal hier hoch. Ich möchte einfach gucken, was da oben ist. Aha. Rote Kiesstelle. Schuss. Schuss ist immer toll. Aha. Hier muss also ein Schalter umgeschaltet werden, damit wir dort unten nach rechts kommen. Und das ist so ein komischer Haken. Komisches Haken-Symbol. Hier fährt etwas nach unten. Und da wir jetzt wissen, dass hier die Mutter aller Krodashianer kommt. Ah, das war irgendwie klar, oder? Okay. Spawn sie einfach auf meinem Kopf. Was? Da gebärt eine. Da gebären zwei. Was bist du hier? Was hast du für eine Aufgabe? Für wen arbeitest du? Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich werde hier... Ich werde hier langsam wahnsinnig. Ja, willkommen. Oh, willkommen zu einem Part. Wow, eine Keycard. Wo ich einfach irgendwie schon komplett fertig mit meinen Nerven bin. Oh, wow. Manchmal realisiere, was ich so vor mir gebe und dann passiert genau das, was ihr jetzt gerade erlebt habt. Ein kompletter Lachflash von mir. Was? Soll ich überlebt? Ich habe... Oh, nein. Hier speichere ich ab. Jetzt such dir ein anderes Hobby. Was ist du? Was ist du? Toll Deutsch. RIP Deutsch. Brauchen wir nicht. Wir brauchen gar nichts. Oh, wow. Was? Rote Kiesstelle, die war irgendwo oben. Das weiß ich. Was ist mit dir? Jetzt lass dich doch mal anschießen, Mensch. Was ist das denn? Es sieht alles wie irgendwelche Gerätschaften aus und dann... Was ist denn da? Nichts. Und dann... darf ich nur selber drauf kommen, dass da eigentlich gar nichts ist, weil ich das nicht brauche. Und jetzt speichere ich ab, weil... Hier muss es noch irgendwo einen Schalter geben oder so. Das
lass mich mal hier hinfallen. Hier unten war ich. Hier waren die Babys oder wie man das jetzt nennen soll. Oder die Mütter der... Ich weiß nicht. Leg nicht allzu großen Wert darauf, was ich so vor mir gebe, weil das ist im Moment nicht sehr niveauvoll. Der Wahnsinn lässt zu spüren übrig. Hello! Da! Ich hab dich von deiner Sklaverei erlöst. Sei mir jetzt dankbar. Tschüss! Alles gut? Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Ach, okay, ich komme hier doch hoch. Ich dachte mir, was ist das für eine beknackte Stelle, wo ich hier nicht einmal hochkommen kann. Aha. Das Zeichen, das kennen wir doch. Das kennen wir. Das war doch... Hier, genau. Jetzt fahren die Plattformen genau hier entlang. Ah, die machen ganze Runden. Ich speichere hier mal ab. Einfach, weil ich es kann. Die fahren jetzt ganze Runden. Jetzt komm zurück da. Komm zurück von dieser Seite. Ich möchte mitfahren. Bitte, danke. Oh Gott. Ich verstehe nicht ganz. Muss ich wohl aber nicht. Ach, da nach oben geht's. Sehr ruhig! Sklaventreiber! Oh. Falsche Richtung geschossen, Keen. Los, noch einmal. So schwer kann das nicht sein. Ja, das verwirrt so ein bisschen, weil Keen ja hier diese Pose einnimmt. Oh Gott, da würden wir jetzt komplett nach unten fallen. Okay, alle Punkte möchte ich jetzt nicht einsammeln. Ich sehe ja, dass es hier einiges gibt, aber ne. Das ist mir zu blöd. Hier war unser Freund. Nein. Bah! Hier war was anderes, aber auch ziemlich blödes. Hier war unser Freund. Ich wette, hier kommt die Mutter aller Viecher. Ah, fast. Aber auch was Rosanes. Sehr ruhig. So. Und das. Ich verstehe nicht. Was ist das bitte für ein Secret? Ey, Moment. Das muss doch für irgendwas da sein. Ah, ich weiß schon. Bah! Da bist du ja. Oder? Nee, ich dachte, das wäre für diese Tür da. Dieser war zu. Habe ich was falsch gemacht? Ein Moment. Was? Ich muss... Oh, okay. Ich dachte, ich hätte schon ein bisschen weiter vorne abgespeichert, aber dem ist nicht so. Das wurde hier geändert. Jetzt verstehe ich. Die Plattformen, die wollen ja eigentlich noch weiterfahren. Oder möchten das. Ja, wollen, möchten. Es sind Geräte. Aber... Ihr Wunsch, Semi-Befehl? Okay, hier nicht. Hier aber.
Moment. Nee, ich muss zuerst was an. Bam! Noch was anderes machen. Ach, hier gibt es nur Punkte. Ach, das Teil haben wir ja da. Das haben wir aktiviert. Warte! Ja, Bebe! Jetzt komm! Ganz im Ernst! So! Zum wievielten Mal bin ich hier? Dam, daram, dararararara. Nein! Ja, ich hab's einfach satt, hier die ganze Zeit zu warten und zu laden und was für sich. Ich versuche ja schon so zu spielen, dass die meisten Dinge ja nicht allzu lange brauchen, dass ich auch nicht allzu viel abspeichere. Aber ich muss es trotzdem tun, weil ich halt nicht so toll bin in diesem Spiel. Sehr ruhig. Ich hab die Nase voll. Im Ernst. Und hier speichere ich jetzt ab. Einfach, weil wir das schon zu oft gesehen haben und so. Das ist mir zu blöd jetzt gerade. So, du halt's Maul. Ja, ich werde jetzt auch vulgär und so. Nur weil ich es kann. So. Ja, steh doch auf. Wie oft soll ich dich noch anschießen? Geh mal hier hin. Ja, ruhig sollst du sein. Nein! Ich sollte ein bisschen eventuell nicht so rushen. Nein, aber die Punkte, die hole ich mir jetzt, die da. Ich will die Punkte haben. Das ist jetzt mein persönliches, mentales Ziel. Die Punkte will ich. Du hältst das Maul. Und wo bist du? Ja, ja, ja! Unglaublich! An so einer, eigentlich im Vergleich zu den restlichen Stellen, eine ziemlich einfache Stelle. Und was ist? X-Eck packt ihr Leben nicht! Du, sei ruhig! Was ist das? Genau. Holst du jetzt dieses dämliche... So. Ja, X-Rack total aggro. Ja, sehr ruhig. Such dir ein anderes Hobby jetzt mal ganz im Ernst. So. Hier wird wieder gesaved. Genau, und die fahren jetzt nämlich hier weiter. Ja gut, holen wir uns die Punkte halt. So, ich warte mal hier. So, das bedeutet, hier nach links muss ich jetzt gleich schießen. Gut. So schlimm ist das jetzt nicht. Etwas trickig, aber es geht. Tschüss, ihr Flaschen. Okay. Ich gucke nur noch schnell, wo es hier entlang geht. Was? Okay, Moment. Okay. Beam! So, das bedeutet, wir hätten jetzt alles. Denn hier geht es zu den Gärten von Schieß mich tot. Und hier...
hätten wir wohl noch was zu erledigen. Und zwar ja hier. Ich glaube, das wäre das letzte Level, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, ich habe keine Ahnung, ja? Ich kann nichts spoilern, weil ich absolut nicht weiß, was jetzt kommt. Und ja, aber das werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ich werde das noch mental auch irgendwie durchstehen, denn dieses Level, das hat es wirklich in sich. Einerseits ist es eine Mixtur aus Wahnsinn, wo ich wirklich irgendeinen wahnsinnigen Blödsinn vor mir gebe. Und andererseits bin ich so fixiert und so konzentriert, um es einfach nur zu schaffen, dass ich einfach den Mund halte. Und ich versuche zwischen diesen beiden Extremen, ich versuche einfach zwischen diesen beiden mentalen Ventilen bei mir immer hin und her zu wechseln. Und ich hoffe, das gelingt mir auch irgendwie. Aber bevor ich hier weiteren Unsinn rede, beende ich diesen Part. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann!